Wunderschönen guten Abend, Herr Rosa. Hallo. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wir wollen einen gesellschaftskritischen deutschen Rock'n'Roll-Song spielen. Wobei wir hoffen, dass ihr den auch versteht. Ja, das hoffen wir wirklich. Es ist, die Deutschen kommen über die Schweiz und sagen, boah, die Schweizer verstehen alles. Das ist vermessen. Wir kapieren die Schweiz ja auch nicht. Null. Ja, wir verstehen ja auch eure Musik nicht. Und wir haben es probiert. Ja, wir haben auf der Herfahrt Patent Ochsner gehört. Kennt man Patent Ochsner noch? Ja, das Klavier. Das Klavier ist kein Problem. Das deutsche Klavier. Aber der Text... Ein Sprung in der Schüssel und ein Neckrano. Was auch immer das heißen mag. Oder falsch mir irgendwie gestört. Das kann auch ein finnisches Volkslied sein jetzt. Ich bin niemand in Nüt. Ich bin niemand in Nüt. Ich bin niemand in Nüt. Das versteht doch hier auch keiner. Jetzt, Herr Rosa, mal ehrlich, wer zum Teufel ist die Venus von Bümplitz? Das wisst ihr doch auch nicht, oder? Das sind so verschiedene Kulturkreise, Deutschland, Schweiz, schau, ihr seid das ganze Jahr am Wandern und... Wir haben eine funktionierende Fluglinie. Ja, wir... Die gleich böse. Wir hatten die Nazis. Ihr habt das Gold. Und das ist nicht fair. Die gesamte Kohle von meinem Opa liegt bei der UBS und ich komme nicht ran. Oder zentrale Sätze meiner Kindheit versteht kein Mensch. Meine Oma hat immer gesagt, wir haben das alles wieder aufgebaut. Versteht hier niemand. Hat sie immer gesagt, wir haben das alles wieder aufgebaut. Das wissen ja viele hier nicht, dass meine Oma und zwei ihrer besten Freundinnen Deutschland ganz alleine wieder aufgebaut hat. Das wissen ja viele nicht. Das hat mich beeindruckt und genervt. Wir haben das alles wieder aufgebaut. Ja, Oma, ist schön geworden, die Häuser, die Straßen, super. Ist wirklich, hat sie gesagt? Ja. Wir haben das alles wieder aufgebaut, Junge. Ja, Oma, ihr habt es vorher auch kaputt gemacht. Ach, das stimmt ja. Nein, das war der Opa. Ach so. So, jetzt. So, jetzt der Rocksong. Ja. Ne? So. Wobei es nur eine kleine Gesellschaftskritik ist, wir kritisieren nur die Eventgesellschaft. Also die Yuppies, nicht die New Economy Fatzkes, diese ganzen Ciabatta-Brotfresser. Ja, genau. Ja, die Latte Macchiato-Besteller. Ja. Die Verwente-Trinker. Oh. Ist so hip in der Schweiz, Verwente. In Deutschland nehmen das Frauen, wenn sie die Regel irgendwie unregelmäßig, in Schweiz ist hip. So Leute, die mit 25 im Abendkleid über ihre Hobbys reden. Hör mal, ich mache ja jetzt Walking. Ach, Walking, das ja. Tut mir so gut. Nordic Walking. Ja, das habe ich mir auch schon mal gedacht. Sag mal, hackt's. Walking, das ist gehen. Gehen am Stock und das sieht scheiße aus. Ja, komm. Und wenn solche Leute... Ja. Wenn die dann Partys feiern. Weißt ne? du, so Wohnungseinweihungsevents, wo dann alle so um die neue Dunstabzugshaube rumstehen, das ist hure geil verchromt, super einfach. Dann wird's wirklich bitter. Sonnefäden. Die Schuhe ausziehen, bitte vor der Tür. Dieses Schild verheißt nichts Gutes, doch jetzt bin ich schon mal hier, hey. Ich kenn hier keine Sau von diesem Verein, doch ich hab nun mal nichts Besseres vor, also geh ich rein. Was soll die Party? Wer feiert warum? Gibt's hier ein Motto oder rennen die alle immer so rum? Ich hab Feuer im Arsch und vergessen im Sinn und mit der Selbsterleuchtung, das haut eh nicht mehr hin. Ah. Das ist ja schon fast Jazz. Wo ist der Gastgeber? Wo ist der Idiot? Hey, was soll denn dieser Scheiß mit dem Rauchverbot? Und alle sind am Grinsen. Ich fühle mich echt bedroht. Bei diesem Schwall an guter Laune krieg ich Atemnot. Oh. Körnerbrot und vegetarische Dips. Sag mal, gibt's hier keine Chips? Gibt's hier keine Chips? Gibt's hier keine Chips? Und warum singt Tina Turner? Und allen ist egal. Das ist Hochverrat. Das ist ein Skandal. Yeah.
Manche tanzen Mambo. Mambo soll das sein? Hey, die wackeln mit dem Arsch und glauben, der Rest kommt von allein. Nein, das ist nicht sexy. Nein. Das sieht erbärmlich aus. Warum sagt ihnen das keiner? Und schmeißt sie einfach raus. Wo ist der Gastgeber? Wo ist der Idiot? Hey, wo ist der Gastgeber? Ja, wo ist denn der Idiot? Hey, wo ist der Gastgeber? Wo ist der Idiot? Hey, wo ist der Gastgeber? Es ist alles so nett hier. So nett. Es ist alles so nett hier, viel zu nett. Es ist alles so nett hier, so nett. Oh, ist das hart. Es ist alles so nett hier, viel zu nett. Nett.